Alt, aber unverzichtbar. Die Transall ist seit fast 40 Jahren der Luftlaster der Bundeswehr. Sie fliegt in jeden Winkel der Erde und kaum ein anderes Militärgerät hat einen solch guten Ruf wie der Engel der Lüfte. Startvorbereitungen auf dem Fliegerhorst Penzing, westlich von München. Der Bordtechniker prüft mit dem üblichen Sichtcheck ein letztes Mal Propellerblätter, Tragflächen und Fahrwerk. Die Transall mit der Kennung 5088 startet an diesem Morgen ins Kosovo. Eines der regelmäßigen Ziele des Lufttransportgeschwaders 61. Andere Maschinen des Geschwaders sind schon unterwegs. Die Transall ist das älteste Flugzeug der Bundeswehr. Die C-160, so die internationale Typenbezeichnung, wird für den Flug ins Kosovo erst noch beladen. Neben Zeitungen und Gepäck der mitfliegenden Soldaten ist auch Munition an Bord. Penzing ist einer der Standorte der Luftwaffe, von dem aus Bundeswehreinheiten, egal wo, mit der Transall versorgt werden. Einer der alten Hasen unter den Transportpiloten ist Harald Kübler. 5500 Flugstunden saß er schon im Cockpit dieses Fliegers. Das macht mit diesem Flugzeug wirklich Spaß, weil es ist ein sehr zuverlässiges Flugzeug. Auch wenn es schon etwas in die Jahre gekommen ist, ist sie wunderbar zu fliegen, sehr elegant. Und eigentlich gibt es nichts Vergleichbares an Militärluftfahrzeugen, was diese Qualitäten aufweist, die Transall so hat. Inzwischen ist der Tankwagen dabei, die Transall fürs Kosovo zu befüllen. Knapp 9000 Liter Kerosin sind in wenigen Minuten für die zwei Rolls-Royce-Triebwerke an Bord. Im Laderaum wird die Fracht verzurrt. Kurz darauf kommen die Passagiere. Es sind Soldaten, die Kameraden auf dem Balkan ablösen werden. Der Ladungsmeister schließt die Heckklappe, die Piloten starten die Triebwerke und die 37 Jahre alte Maschine setzt sich in Bewegung. Noch wenige Minuten, dann hebt der bullige Oldtimer ab Richtung Süden. Parallel koordiniert die Leitstelle ihre Flotte. 20 Maschinen sind in Penzing stationiert und die müssen genau eingeteilt werden, denn durch Langstreckenflüge und Werkstattstopps reduziert sich die tägliche Flotte zusehends. Läuft alles nach Plan, ist die Kosovo-Maschine aber schon am Abend zurück. Der Kosovo-Flug hat die Startfreigabe. Die beiden Rolls-Royce-Triebwerke bringen es zusammen auf rund 11.000 PS. Etwa 3 Stunden sind für die Strecke Penzing-Pristina angesetzt. Auslandseinsätze wie dieser sind für die Transall-Flieger nichts Neues. Schon lange bevor es Diskussionen über die Stationierung von Soldaten im Ausland gab, flogen die Transalls in Krisengebiete. Wir haben seit Jahrzehnten, als noch nicht über Out-of-Area-Einsätze gesprochen wurde, hatten wir schon Hilfseinsätze in Äthiopien, im Sudan, in Somalia. Und ich bin seit 1983 eigentlich bei beinahe allen dieser Einsätze dabei gewesen. Und gerade in Somalia erinnere ich mich gerne an die Plätze, die eigentlich auf der Landkarte nur eine Koordinate zunächst waren. Und man erkannte sie dadurch, dass weniger Büsche und weniger Steine lagen. Ein Prototyp der Transall flog bereits 1968 unter Schweizer Flagge Hilfseinsätze in Biafra. Ab 1969 gehörten die deutschen Transall-Maschinen zu den verlässlichen Hilfsflugzeugen auf dem schwarzen Kontinent. Sie waren bei zahlreichen Hungersnöten vor Ort, sorgten für das Überleben tausender Menschen. Die Maschinen waren zudem für die Entwicklungshilfe unterwegs und versorgten die Botschaften mit Lieferungen aus der Heimat. Transall hat ja den Übernamen Engel der Lüfte, speziell wegen der Einsätze in Afrika. Wir haben zum Beispiel 1983 bis 84, meine ich war es, haben in Äthiopien im Hochland da entsprechend Weizen oder Hilfslieferungen abgeworfen, weil wir eben da nicht anlanden konnten. Die Geschichte der Transall beginnt wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. 1957 begannen deutsche und französische Unternehmen mit den ersten Studien. 2 Jahre darauf fiel der Startschuss zum Bau der Transall. Der Name setzt sich aus den ersten Silben des Projektes Transporter Allianz zusammen. Herauskommen sollte eine Maschine, die für den Material- und Truppentransport auf kurzen und mittleren Entfernungen eingesetzt würde und zudem
mit kurzen Start- und Landebahnen auskommen sollte. Was heute beim Airbus selbstverständlich ist, begann schon damals. Die Flugzeugteile wurden an verschiedenen Standorten in Deutschland und Frankreich gebaut. Die deutsche Endmontage fand in Lehmwerder und Finkenwerder statt. Bereits 1963 hob die erste Vorserienmaschine zum Erstflug ab. Man hätte sich all diese Mühen sparen können. Schließlich waren die Amerikaner mit ihrer C-130 Hercules damals schon weiter. Der erste Prototyp flog schon 1954. Doch zum einen wollten Deutsche und Franzosen ihrer Industrie Arbeit geben. Zum anderen hatte die C-130 Hercules auch ihre Schwächen. Die konnte man bei der Transat von vornherein konnte man die ausgleichen, zum Beispiel indem der Laderaum breiter ist. Man kann diese Container, die wir auch von der Eisenbahn oder von den LKWs her kennen, kann man hier in den Laderaum ziehen. Sie hat ein breiteres Fahrwerk mit mehr Reifen, das heißt, sie kann auch auf unbefestigtem Gelände besser operieren als zum Beispiel die Hercules. Dennoch blieb die Transall mit rund 200 gebauten Maschinen fast ausschließlich in deutsch-französischem Einsatz. Die Hercules wurde der Verkaufsschlager rund um die Erde und hatte sogar etwas, das man bei der Transall angedacht, aber aus Kostengründen wieder verworfen hatte. Startunterstützende Raketentriebwerke. Deutsche und Franzosen waren mit ihrem Entwurf dennoch zufrieden. Die Wendigkeit der Maschine am Boden, auch rückwärtsfahren, testeten die Hersteller bereits bei den Vorserienmodellen. Auch die Kurzstartfähigkeit, selbst auf Graspisten, war bereits mit der dritten Transall der Vorserie belegt. Bis Mitte der 80er Jahre flog die Bundeswehr ihre rund 80 Maschinen in der auffälligen Lackierung mit den orange leuchtenden Fahrwerksgondeln. Bis heute fordern die Piloten die C-160 regelmäßig im Training heraus, ob mit nur einem Triebwerk fliegend oder bei Landungen auf Sportflugplätzen. Aufgrund ihrer aerodynamischen Eigenschaften reagiert sie auf Eingaben schnell, zuverlässig. Sie ist sehr stabil, sie ist sehr, sehr wendig, trotz des hohen Gewichtes. Und wir haben ja wieder auch unsere Kameraden von der Jetseite haben wir überrascht, dass wir mit diesem Luftfahrzeug doch ganz schön wendig sind für die Größe. Ne? Wenn sich diese Tore schließen, dann geht es der Transall ans Blech. In Penzing warten und reparieren Mechaniker der Bundeswehr die Maschinen. Die regelmäßigen Einsätze der Transporter in entlegenen Winkeln der Erde hinterlassen ihre Spuren. Hier warten Techniker die Landeklappen. Das Typenschild in der Fläche verrät die französische Herkunft dieser Teile. Ohnehin gibt die Transall noch vieles preis, was es in neueren Maschinen nicht mehr gibt. Wenn die Piloten ihr Steuerhorn bewegen, werden die Impulse per Drahtseil an die Ruder geleckt. Der Blick ins Innere verrät auch Schwachstellen. In den 80er Jahren mussten die Transalls Hohlraum versiegelt werden, da Korrosion an den Blechen nagte. Außerdem bekam der Flügel eine Verstärkung. Damit sollte die Lebensdauer der Transalls verlängert werden. Auch wenn die Maschinen dadurch noch immer fliegen, merken die Mechaniker mittlerweile, dass die Transalls ihr Alter haben. Man merkt als Mechaniker, dass teilweise die Ersatzteilversorgung nicht mehr so ist, wie es in den Anfangsjahren ist, weil die Depots nicht mehr so gefüllt sind, weil teilweise auch Hersteller wegbrechen. Auf der anderen Seite merkt man es dahingehend, dass jetzt Fehler auftreten, die vor 10 Jahren noch gar nicht da waren. Dass kleinste Teile die Maschinen lahmlegen können, zeigt eine Kunststoffabdeckung an der Propellernarbe. Ersatzteile wurden nicht mehr hergestellt. Es dauerte Wochen, bis ein neues Unternehmen dafür gefunden war. Dabei gilt die Transall ansonsten als wartungsfreundlich. Arbeiten unter freiem Himmel wie hier in Afghanistan sind nichts Außergewöhnliches. Doch es passierte auch, dass die Mechaniker echten Herausforderungen gegenüberstanden. Es war mit Sicherheit die Reparatur einer Transall, die in Iqaluit im Nordosten Kanadas kaputt war. Die stand da 5 Tage. War dahingehend eine Herausforderung. Wir mussten einen Teil der Arbeiten im Freien bei minus 40 Grad absolvieren, was nicht immer einfach ist, gerade bei den filigranen Teilen. Dank der guten Wartung hat die C-160 Transall in ihren fast 40 Jahren
bereits Generationen von Piloten und Mechanikern gesehen. Wichtig für die Zukunftssicherung waren vor allem aber die lebensdauerverlängernden Maßnahmen in den 80er Jahren. Neben Flügel und Hohlräumen wurde auch die Elektronik im Cockpit modernisiert. In der Folge fiel der Platz des Navigators weg. Wir haben also in der Zwischenzeit digitale Autopiloten, wir haben GPS zur Navigation, wir haben eine laserunterstützte Kreiselanlage, dass wir eigentlich Standard von A319, A310 Verkehrsfliegern darstellen. Der verstärkte Einsatz in Kriegs- und Konfliktgebieten bedeutete für die Transall weitere Modifizierungen. Diese Panzerplatten sollen die Besatzung vor leichtem Beschuss schützen, vor allem auf Flügen von und nach Afghanistan. Zusätzlich wurden die Transalls auch mit Täuschkörpern ausgerüstet, mit denen anfliegende Raketen abgelenkt werden sollen. Doch diese Täuschkörper versteckt man vor der Kamera. Die Einsätze in Afghanistan zehren nicht nur an den Soldaten, auch von den Maschinen wird auf diesen Flügen alles abverlangt. Die Berge sehen aus wie die Alpen, aber sie sind in Gottes Namen 10.000 Fuß höher. Und da kommen wir an die Leistungsgrenzen eben auch unserer Transall, speziell im Sommer, wo sie eben mit ihren zwei Triebwerken Probleme gerät. Sie ist für diese Einsätze eigentlich nicht gebaut. Gebaut wurde die Transall stattdessen für europäische Bedingungen. Ein regelmäßiger Einsatzzweck ist der Transport und das Absetzen von Fallschirmjägern. 61 haben in der Transall Platz. Regelmäßig werden Maschinen für Übungen der Heeressoldaten abgestellt. Die Transalls sind Arbeitstiere. Sie wurden als Löschflugzeuge getestet und sind im Ernstfall auch kurzfristig als fliegendes Lazarett einsetzbar. Von Penzing aus geht es für die Fallschirmspringer ins ein paar Flugminuten weiter südlich gelegene Altenstadt. An der dortigen Luftlande- und Lufttransportschule werden die Soldaten unter anderem auf das Abspringen aus der Transall vorbereitet. Die Maschine verringert beim Anflug auf das Übungsgebiet die Geschwindigkeit, die Springer klinken ihre automatische Öffnung ein und warten dann auf das Signal. Zwei- bis dreimal fliegt die Maschine über den Platz und setzt die Soldaten ab. Diese Übung war erfolgreich. Im Ernstfall soll die Transall den eigenen Truppen zudem Nachschub liefern. Auch dafür werden die Soldaten in Altenstadt ausgebildet. Der olivgrüne Transporter fliegt wesentlich tiefer über das Zielgebiet. Ein Fallschirm zieht die Ladung dann hinten aus dem Frachtraum. Niedrige Höhe heißt dieses Absetzverfahren. Diese Technik ist normalerweise vorgesehen für eine präzise Versorgung von eingeschlossenen Truppenteilen. Das heißt, wenn ich einen Brückenkopf punktgenau auf einer Halbinsel zum Beispiel versorgen müsste, sodass da keiner irgendwo hinschwimmen müsste und irgendwo was einsammeln aus dem Meer oder sonst wo. Ich muss also mit diesem Verfahren tief anfliegen, um eben sehr, sehr punktgenau das Ziel zu treffen mit einer relativ großen Nutzlast. Während die Fallschirmspringer kaum ins Gewicht fallen, spürt die Besatzung, wenn hinten die tonnenschwere Palette rausgerissen wird. Für den Moment gibt es natürlich wie auf einer Wippe ein ganz schönes Gewicht auf einem langen Hebelarm und das wirkt sich dann nach vorne hin schon aus bei einer 4 Tonnen schweren Last. Macht das schon mal einen kleinen Hopser. Der Tag auf dem Fliegerhorst Penzing geht zu Ende. Die Transall, die am Morgen ins Kosovo gestartet war, kehrt planmäßig auf den Heimatflugplatz zurück. Pilot, Co-Pilot und Bordtechniker treffen die letzten Vorbereitungen zur Landung. Trotz des schlechten Wetters liegt die C-160 im Endanflug auf die Piste stabil in der Luft. Rund 7.500 Euro kostet jede Flugstunde,
Im Jahr veranschlagt die Bundeswehr rund 2,1 Millionen Euro pro Flieger. Neu kostete die Transall vor mehr als 40 Jahren umgerechnet rund 9 Millionen Euro. Die Transall ist weiterhin das Transportflugzeug der Bundeswehr. In der Sonderbemalung zum 50. Geburtstag des Lufttransportgeschwaders 61 wurde die Maschine sogar zum Kunstobjekt. Die Transall hat sich als gutmütiger und verlässlicher Flieger bewährt. 5 der 90 deutschen Maschinen sind in den vergangenen Jahren abgestürzt. Beim schwersten Unglück starben 1975 42 Menschen. Im zweiten Teil sehen Sie der Nachfolger der Transall, der Bau und das lange Warten auf den A400M und warum die bewährte Alternative aus den USA auch diesmal ausgeschlagen wurde. Der A400M soll neue Maßstäbe setzen. Allerdings klebt der erste Militär-Airbus noch immer am Boden. Der Nachfolger der Transall steht seit letztem Sommer startbereit in Sevilla. Doch die gewaltigen Triebwerke überfordern die Ingenieure. Der A400M ist eine lange Geschichte. Vor 25 Jahren begann die Suche nach einem Nachfolger für die Transall. Doch erst 1999 nahm das Projekt A400M Formen an. Der Airbus 400 Militärtransporter ist ein europäisches Flugzeug. Diese Beluga-Frachter fliegen die Bauteile aus verschiedenen Ländern nach Südspanien. Dort in Sevilla werden sie in der Endmontage zum Flugzeug zusammengefügt. Der Rumpf des Transall-Nachfolgers kommt aus Bremen, das Cockpit und die Flächen aus Frankreich und Großbritannien. In der extra für den A400M gebauten Montagehalle entsteht aus den Einzelteilen über Monate hinweg der erste neue Transporter. Mehr als ein Drittel der Maschine besteht aus Kohlefaser. Airbus setzt damit neue Maßstäbe. Eine neue Dimension ist auch der Antrieb. Airbus setzt auf 4 Turboprop-Triebwerke mit jeweils 11.000 PS. Entwickelt wurden sie unter anderem von Rolls-Royce und MTU. Doch die Antriebe funktionieren noch nicht, wie sie eigentlich müssten. Deshalb klebt die ganze Maschine noch immer am Boden. Eine der auffälligsten Eigenheiten des A400M sind die schaufelartigen Propellerblätter. Sie entstehen in Frankreich bei Ratier-Figeac aus Kohlefasern im Webverfahren. Die mächtigen Propeller haben einen Durchmesser von mehr als 5 Metern. Die MSN-01, die erste Maschine des A400M, wurde nach der Montage einem Belastungstest unterzogen. Danach kamen weitere Anbauteile und die Elektronik und schließlich die Lackierung hinzu. Die erste fertige Transportmaschine stellte Airbus im Juni in Südspanien vor. Nach monatelanger Verspätung bekam die Öffentlichkeit den A400M erstmals zu sehen. Die Streitkräfte aus 9 Nationen haben 192 Maschinen bestellt. Der MSN-01, der erste A400M, ist für Frankreich bestimmt. Die Erwartungshaltung ist auf allen Seiten groß. Für die Piloten, die heute noch Transall fliegen, wird sich vor allem im neuen, hochmodernen Cockpit einiges verändern. Und die neue Maschine wird eben, ich sag mal, ein kleiner Airbus sein, inwendig, nach draußen ein Militärflugzeug und wird entsprechend mit den Leistungen sicherlich die ganze Fliegerei verändern. Die Transall-Freunde sehen ihre Maschine als Vorbild für den A400M. Im Prinzip ist es eine große Transall, hat nur 2 Motoren mehr und ist im hinteren Bereich ein bisschen anders geschnitten. Aber ansonsten schaut das Flugzeug fast genauso aus. Es ist nur größer. Der A400M wird dringend benötigt. Die Bundeswehr fliegt mit der Transall seit fast 40 Jahren. Für die gestiegenen Aufgaben und Entfernungen der Einsätze müsste der A400M schon seit einigen Jahren fliegen. Auch wenn die Flügelspannweite nur 2 Meter über der Transall liegt, der A400M legt an anderer Stelle deutlich zu. Wir werden dann ein Flugzeug haben, mit dem wir einen etwas größeren Einsatzreichweitenradius haben, mit erheblich mehr Leistung. Viele Defizite wurden abgebaut. Aber es ist eben doch nicht die eierlegende Wollmilchsau,
Es kann nur ein Nachfolger von der Transall sein und eben noch kein strategisches Transportflugzeug. Damit können wir natürlich keinen Leopard 2 Panzer irgendwo hinbringen. Das geht einfach nicht. Dafür müssen wir immer noch auf russische oder ukrainische Antonov 124 zurückgreifen. Oder eben die amerikanische C-17 Globemaster. Als über die Nachfolge der Transall entschieden wurde, stand auch dieses Transportflugzeug als Alternative bereit. Die C-17 fliegt seit 1993, kann mehr als die doppelte Nutzlast tragen und bietet mehr Volumen als der A-400M. Das Konzept mit den 4 Strahltriebwerken hat sich bewährt, bei mehr als 1 Million Flugstunden und an den Brennpunkten dieser Erde. Zudem verfügt die Globemaster auch über gute Kurzstart- und Kurzlandefähigkeiten. Dennoch fiel die Entscheidung auf das europäische Eigengewächs A400M. Die Motive sind vergleichbar mit denen vor 50 Jahren. Die europäischen Flugzeugbauer sollen unterstützt werden, auch wenn es etwas teurer wird und länger dauert. England hingegen wollte nicht so lange warten. Dort fliegen C-17, die später durch den A400M ergänzt werden. Der A400M wird sicherlich der Stolz europäischer und internationaler Luftwaffen. Doch 25 Jahre Studien, Entwürfe und Bau sind viel Zeit. Und auch jetzt ist noch immer nicht klar, wann der erste A400M überhaupt starten wird. Noch immer sind die Tests am Triebwerk nicht beendet. Die Versuchsläufe fanden bislang nur am Boden statt. Flugversuche stehen noch aus. Die Transall wird also noch lange nicht eingemottet, sondern repariert. Ihr so typisches sonores Brummen wird noch einige Jahre zu hören sein, selbst wenn die ersten A400M 2010 oder 2011 an die Kunden ausgeliefert werden.